Mirko Show. Oliver Jost and Friends. Hey Leute, herzlich willkommen in meinem Studio. Ich heiße Luca, bin DJ und Musikproduzent aus Frankfurt. Ich lege seit ca. 7 Jahren auf und produziere seit ca. 4 bis 5 Jahren eigene Musik im Bereich der elektronischen Tanzmusik und bin unter dem Namen LK Ultra bekannt. Equipment-technisch besitze ich zu Hause den DDJ 1000, ein Performance-Controller aus dem Hause Pioneer. Kann ich echt nur empfehlen. Funktionen sind super geil und diese ermöglichen mir einfach das Auflegen generell oder an sich auf ein ganz neues Level zu bringen. Das ist wirklich unglaublich, es macht mir echt viel Spaß und ich habe diesen Kauf oder werde diesen Kauf auch nie bereuen. Zum Produzieren benutze ich zu Hause die Studiomonitore von KRK, das sind die Rookit 5. Sehr sauberer Sound, kann ich weiterempfehlen. Nebenbei besitze ich dann noch ein Keyboard mit 48 Tasten, auch immer ziemlich praktisch, um Melodien einzuspielen. Das Norwegian Launchpad und Kopfhörer von Superlux. Vom Sound her ganz okay, kann man sich also eigentlich nicht beschweren. Mein Sound ist eigentlich sehr schwer zu definieren. Ich bin im Grunde eigentlich ein Liebhaber jedes Musikstils der EDM-Szene. Also es kann halt eben durchaus mal möglich sein, dass ich mal vom Sound her ein bisschen härter und stärker werden könnte und dass es auch mal ein bisschen grooviger werden könnte. Es ist auf jeden Fall schwer zu definieren. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, produziere ich nebenher sehr, sehr viel. Vor allem ja, im Big Room, Future House, Deep House. Also ähnlich wie beim Auflegen oder vom Sound her variiere ich da wirklich gerne mal ein bisschen härter, mal ein bisschen grooviger. Finde ich eine gesunde Mischung und so viel zum Produzieren. Nebenher bin ich natürlich auch als DJ auf verschiedenen Veranstaltungen in Frankfurt unterwegs. Mal privat, mal öffentlich. Variiert natürlich. Tipps für Einsteiger. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man Mut braucht. Wirklich vor allem Mut, an diesem Pult zu stehen und zu sagen, ey, ich mache jetzt einen Mix. Oder halt eben auch Mut, um mal irgendwie vor 500 oder 1000 Menschen zu stehen und dann wirklich zu sagen, ich bin heute der DJ und ich spiele hier. Als Tipp 2 würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr, bevor ihr wirklich anfangt zu investieren, dass ihr schaut, erstmal günstig, mit günstigem Zeug zurechtzukommen. Also es ist immer am Anfang, wenn man sich so, wenn man jetzt sagt, ey, ich möchte jetzt DJ werden und so, ist es immer schwer zu sagen, ob das dann auch eben von langer Dauer ist. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr euch erstmal mit günstigem zufrieden gebt und dann nach irgendwie einem Jahr oder 2 Jahren dann sagt, ey, es macht mir immer noch Spaß, ich möchte das vielleicht sogar zum Beruf machen. Und dass ihr dann da langsam anfangt, wirklich rein zu investieren, weil das wirklich hohe Kosten sind, mit denen man quasi spielt beim Investieren. Und da sollte man sich auf jeden Fall sicher sein. Ich zum Beispiel hatte zum Anfang den SB von Pioneer, der hat jetzt auch schon gut 5-6 Jahre hinter sich. Auf jeden Fall ein sehr geiler Controller, kann ich wirklich nur empfehlen, um anzufangen und auch in Richtung Performance zu gehen, wenn man mag. Als letzten Tipp würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr auf euch aufmerksam machen solltet. Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter, Soundcloud, Snapchat sind alles Plattformen, die euch dabei helfen können, eine eigene Fanbase aufzubauen und um euch ein bisschen zu zeigen, vor allem der Welt. Weil bei der heutigen Konkurrenz ist es wirklich schwer, ohne soziale Medien quasi, sich eine Fanbase aufzubauen. Also ist auf jeden Fall wichtig und auf diesen Social Media Plattformen könnt ihr einfach Mixe hochladen, Links dazu oder eigene Musik, das ist wichtig. Die Leute sollen einfach wissen, wer ihr seid. Und dann wird das immer mehr, die Fanbase erhöht sich und dann kann das auch eines Tages wirklich was werden. So, das war mein Interview. Ich freue mich wirklich auf den Donnerstag bei der Circle Show. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Ciao.